So, hallo, schön, dass ihr da seid. Danke fürs Einschalten. Ja, also, ich bin 4 Stunden jetzt schon am Staubritter dran. Ich probiere es noch ein bisschen heute. Eine Aufnahme musste ich gerade auf den Müll schmeißen, weil ich Probleme mit Migräne habe und dann sehe ich nur die Hälfte und dann ging es mir gerade gar nicht gut. Die habe ich gerade weggehauen. Aber ihr habt nicht viel verpasst. Es waren 3 Versuche, die. Ja, nicht viel besser aussahen als das, was ihr jetzt gleich sehen werdet. Aus irgendeinem Grund dachte ich, er haut jetzt mit dem Schwert zu, aber es war ein gutes Ausweichen. Es hat funktioniert. Okay, das Schadenknie ist am Start. Ah, und die. Klar. Styropor. Schwert, Rückhandattacke war auch wieder dabei. Oh. Das ist gerade noch mal so halbwegs gut gegangen. Jetzt macht er zweimal die Styropor-Schwert-Rückhandattacke. Oh, das ist schwierig. Ich würde mich gerne einmal heilen. Komm, hau mir mal eine drauf. Jawohl, das ist gut. Hätte besser laufen können, aber ist okay. Gott, das Heilen hat rein gar nichts gebracht, außer einen Damage, den ich ihm machen konnte. Ach ja. Ja, ungefähr so. Die letzten 3 Versuche, die ihr nicht gesehen habt. Ungefähr so. Der wird schon einen Ticken. Also. Nee, schneller wird er nicht. Schneller wird er nicht, aber er schlägt, glaube ich, mehr. Umso mehr Schaden er kriegt, mehr mit dem großen Schwert zu. Irgendwie so, was habe ich im Gefühl. Oder wenn sein großes Schwert rot leuchtet, dann haut er auch gerne mal noch eher mit dem großen zu als mit dem kleinen Schwert. Komm schon jetzt. Ach, jetzt habe ich gerade das Schild runtergenommen, weil ich dachte, er steht weit genug weg. Es ist auch mega ärgerlich, dass diese. Ach, ja, die Rückhandschelle kommt natürlich auch. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Kein gutes Pattern für mich. Läuft gerade nicht so. Styropor-Schwert-Rückhandattacke. Styropor-Schwert-Rückhandattacke.
Die habe ich am liebsten. Da habe ich nicht ganz gecheckt, was jetzt hier gerade passiert. Schadensknie haben wir auch wieder am Start, jawohl. Ah, okay, wir sind soweit. Schwer zu sagen. Fuck. Nein. Wollte eigentlich nach links weglaufen, aber die rotieren ja so um ihn rum. Das ist ganz schöner Mist. Und das ist halt sau scheiße, dass er von diesem Schwert hier keinen Blutungsschaden kriegt. Das ist echt ärgerlich. Das ist so super ärgerlich. Ich würde gerne in der zweiten Phase auf das wechseln. Okay, warte, was? Weißt du was? Ich probiere mal ganz kurz. Eine Runde probiere ich mal hier. Ob ich mit dem einhändig... Nee, warte. Hier kann ich ja schon noch zweihändig kurz draufhauen. Es macht halt nicht viel mehr Schaden tatsächlich als das Katana einhändig. Aber mir geht es ja darum, dass ich in der zweiten Phase eben mehr Damage machen kann. Ah, ich habe eine Fat Roll, ne? Scheiße. Ja, das ist dann natürlich. Das ist dann natürlich Mist. Ja, mit Fatroll brauche ich es nicht probieren. Das ist Blödsinn. Da muss ich fast alles ablegen, ne? Muss ich fast nackig da reingehen. Wenn ich das so nehme. Mit dem Schild. Nee, da ging's gar nicht, gell? Ich glaube, ich war mit beiden auf jeden Fall über 70. Deswegen habe ich es nicht genommen. Nee, in dem Fall ist es Quatsch. In dem Fall ist es einfach Quatsch. Und das war ja jetzt schadenstechnisch auch wirklich nicht, also einhändig auf jeden Fall nicht viel mehr als zweihändig, ja. Konnte ich genauso viel Damage machen. Und die Ausdauer ist schneller wieder hochgegangen mit Katana. Fuck.
hat er mich aus der Ausdauer rausgebracht. Der Staubschaden, den hätten wir fast vergessen. Den Staubschaden hätten wir ja fast vergessen, wenn er den nicht gerade noch zusetzt. Ach ja, das Schaden, das Knie, der Knieschaden. Knie und Staubschaden. Meine schlimmsten Erzfeinde. Knie und Staubschaden. Blöd. Blöd, blöd, blöd. Das war jetzt Knie- und Staubschaden kombiniert, glaube ich. Da muss ich einfach Mut zur Lücke haben und wenn er angerannt kommt mit dem Move, dass er mit dem großen Schwert zuhaut, einfach ausweichen. Und hier kann ich eigentlich einen Schaden machen. Keine Ahnung, warum ich den nicht mehr mache. Ah, ja, ja. Ich wollte ja zweimal zuhauen. Wenn ich zweimal zuhaue, dann kann er die Styropor-Schwert-Rückhandattacke machen. Gerade nicht mehr. Scheiße, ich krieg's nicht mehr. Ich komme nicht in einen Rhythmus. Tot. Mann, ey, die ganze Zeit schon. Vielleicht werde ich auch einfach krank. Und deswegen. Auch die Migräne und die ganze Zeit schon diesen Frosch im Hals. Es tut mir echt leid, dieses Räuspern zwischendurch. Naja, ich habe schon Lust, dass der jetzt mal langsam auf die Schnauze fliegt. Ich will endlich hier raus aus diesem dämlichen Nebelturm. Ich glaube, also was Schlimmeres kann es eigentlich nicht geben in diesem Spiel. Habe ich das Gefühl. Als den Nebelturm und dann mit so einem Endboss am Ende. Ich mach, glaube ich, nichts falsch. Der liegt mir einfach nicht. Der liegt mir einfach überhaupt
Haupt nicht. Und dass ich in Phase 2 fast nichts davon wegblocken kann, was er mir an Schaden macht, ist auch super ätzend. Oh, die Rückhand. Nicht mehr richtig gesehen, dass die noch kommt, weil die so selten passiert. Ah, da habe ich aufgehört, mein Schwert hochzuhalten, weil ich eigentlich dachte, ich wäre weit genug weg. Ah, ich habe zu spät gesoffen. Fuck. Aber ich glaube, wenn ich früher gesoffen hätte, hätte er eine andere Attacke hinten rausgemacht. Das war einfach der falsche Moment, um überhaupt ans Saufen zu denken. Leider. Also wenn es mir so sehr auf den Sack geht hier, dass ich gar keinen Bock mehr habe, dann gehe ich den König, den halbtoten König töten. Dann gehe ich den untoten König töten und hoffe, dass das Spiel vorbei ist. Ah, warum probiere ich's denn? Warum probiere ich's denn? Warum probiere ich's denn? Weil ich's eilig hab. Weil ich keine Lust mehr auf diesen Gegner habe. Weil ich es eigentlich kann und denke, ja, jetzt, ich kann's jetzt. Spiel, lass mich in Ruhe. Aber das ist ja nicht nur. Bei Dark Souls geht es nicht nur darum, den Gegner zu können, sondern ihn auch zu killen. Und das, ach, die Rückhand. Diesmal war es eine normale Rückhand, keine Styropor-Schwert-Rückhand. Ich glaube, ich habe zu spät gedrückt, aber er ist relativ gnädig. Ah ja, die Styropor-Schwert-Rückhand. Ah, das war nix. Ah, Rückhand. Oh, Rückhand. Styroporschwert, Rückhand. Ah. Haut mal in die Kommentare ein paar Schätzungen, was ihr meint, wie oft ich schon gestorben bin. Also nicht Twitch jetzt, sondern unter die YouTube-Kommentare. Na, guck mal, der Sepp hat genau die gleiche Idee.
hat sich gerade genau das gleiche gefragt. Wie oft ist er denn wohl schon draufgegangen? Sind wir schon vierstellig? Halt's Maul, ey. Man hält die Schild-Hochhalten-Taste, man hält sie gedrückt, aber nee, nee, nee. Boah, muss ich den killen? Um das Spiel abzuschließen, oder finde ich einen anderen Weg? Ach, die Rückhand wieder. Warum macht er jetzt so oft die Rückhand? Vorhin konnte ich jedes Mal nach dem weiten Schlag von der Seite konnte ich saufen. Jetzt macht er ständig diese dämliche Rückhand. Ey, es ist ja wirklich so angenehm, dass dieser Weg hier so kurz ist, ne? Das wäre ja noch der größte Abfuck, wenn man jetzt hier noch durch 10 Gegner durchlaufen müsste jedes Mal. Die wären auf jeden Fall tot. Mittlerweile. Kommen Sie bitte und prügeln mich. Mm-hmm.
Konzentration jetzt. Außer man kriegt natürlich den Knieschaden. Da kann ich dann leider nichts gegen machen. Bin richtig ausgewichen an der Stelle, aber der Knieschaden killt mich hier. Kann ich nichts machen. War nicht mein Fehler. Bin so ausgewichen wie jedes andere Mal auch. Nur manchmal macht das Knie halt Schaden. Kann man nichts machen. Muss man akzeptieren. Ist ein Spielfehler. So ärgerlich, dass er keinen Blutungsschaden kriegt. Es ist so ärgerlich. Ah ja, die Styropor-Schwert-Rückhandschelle. Nicht, dass wir die vergessen. Weißt du, da, wenn er die Rückhand macht, dann dauert das ewig, weil das Schwert auch wirklich schwer ist. Da kann man nicht mal schnell ausholen. Na, zu früh gerollt. Da kann ich 100 Mal über sein Knie rollen. Alles easy. Wupp, übers Knie gerollt. Kein Problem. Na, ich habe aufgehört zu drücken. Aber er hat jetzt auch gerade wieder ein undankbares Pattern für mich hier. Sogar auf sein Knie gerollt. Kein Problem. Aber manchmal macht Knie Schaden. Fuck off, ey. Jetzt steh halt auf! Wart halt noch 100 Jahre, bevor du aufstehst. Meine Fresse! Warum hat es jetzt so lange gedauert, bis mein Charakter aufgestanden ist? Gibt's ja gar nicht. Als würde er gerade am Lagerfeuer sitzen, ey.
Ah ja, Styropor-Schwert, Rückhandschelle. Nice. Beim Saufen vergessen wir auch immer, wie man unser Schild hochhält. Ja, das war's jetzt. Oder auch nicht. Ein bisschen geht noch. Ah, jetzt bin ich tot. Ja, da waren jetzt gerade viele, viele Flüchtigkeitsfehler drin. Ich weiß nicht, ob ich da richtig bin. Nö, bin ich nicht. Dann muss es dieses sein. Na, die Glocke läutet nicht mehr. Ist auch. Doch, sie läutet noch. Okay. Sobald man da durchläuft. Hey, du hässlicher Sack, dein Schwert geht mir auf die Eier. Dein Schwert, dein Spiel. Lass mich endlich König werden. Und dann habe ich's hinter mir. Gib mir dein Schwert, deine Krone, alles, was dich hier zum König macht in diesen Landen. Los. Hallo. Dürfte ich bitte? Okay, Moment. Brauche ich deinen Ring dafür? Hey, ich bin jetzt der König. Ach, guck mal. Na bitte. Geht doch. Ah, der hat ganz schön viel Leben, der Kollege, würde ich sagen. Ein anderer Boss. Versuchen wir es mit dem. Ich glaube nicht, dass ich da irgendwas blocken kann. Deswegen gehen wir gleich auf das große Schwert. Ein bisschen leichter muss ich werden. So.
Ja, lasst mich kurz hier durch. Ich will nur euren König killen. Chillt mal. Von euch will ich doch gar nichts. Alter. Man kann ihm nicht mal ausweichen. Wie schnell der ist. Saftsack, ey. So ein Saftsack. Ich will mal wissen, wie viel Schaden ich ihm mit dem großen Schwert machen kann. Weil gerade mit dem kleinen war es ja schon eher mager. Dauert ein bisschen. Okay. Vielleicht probiere ich es doch lieber mit dem anderen. Aber es ist mal eine Abwechslung. Nach 5 Stunden in diesen Scheißdreck reinlaufen, ey, brauche ich jetzt mal ein bisschen was anderes. Ich muss was anderes sehen. Sag mal, gibt's hier eigentlich kein Leuchtfeuer, das ein bisschen näher dran ist? Das ist doch auch Flitzekacke hier. Dass ich hier jedes Mal bis zur Vergasung rennen muss. Aber hier war auch kein Leuchtfeuer, hier war ja der Boss. Ich muss jedes Mal so weit rennen. Das ist jetzt mies. Wow, jetzt klemmte ich zwischen seinen Beinen fest. Selbst bei der Vorwärtsbewegung, die er da gemacht hat. Aber es dauert, aber ich glaube, er ist leichter zu besiegen, wesentlich leichter zu besiegen, als die Keule da unten in dem Keller. Ich hoffe wirklich, das wäre schön, dass ich dieses Spiel auf einem anderen Wege abschließen kann. Brauche ich den Königsring oder habe ich ihm einfach nur genug Schaden machen müssen? Ich vermute mal, dass ich den Königsring gar nicht brauche an der Stelle jetzt. Aber weil Balance verbessern bringt mir hier auch nichts. Vielleicht lieber ein bisschen mehr Schaden irgendwie noch.
Okay. Schon wieder ein wilder, 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 wilder Staubschaden, den wir hier haben. Komm. Ach, jetzt machst du es zweimal. Jetzt hast du es zweimal gemacht. Davor immer nur einmal. Also der, boah, der hat ganz schön viel Rüstung anscheinend. Macht dem null Damage. Das muss ja Rüstung sein. Aber warte mal, dieses Schwert, das kann ich doch reparieren. Gift, Magie, Blitz, Feuer? Feuer klingt gut. Hä? Wird? Doch, ist drin, okay. Funktioniert auch. Nicht, dass ich beim einen Probieren mit dem Katana, als ich das zusätzlich noch vergiften wollte, irgendwie was für übersehen habe, aber in dem Fall glaube ich nicht. Dann kann man das einfach nicht vergiften, weil es schon vergiftet ist. Die Bossmechanik hier draufkloppen, bis er tot ist. Ich will ihm nur ein bisschen mehr Schaden machen. Oh oh. Scheiße! Puh. Alter! Aua, wie viel Schaden du machst, ey. Heftig. Puh, knappes Pferd. Meine Fresse. Ich habe zweimal gedrückt. Nicht gut, dass er nur einmal säuft. Also es gibt wohl eine Mechanik, dass man hier dem Boss mehr Schaden machen kann. In dem Fall. Aber, uff, ja, keine Ahnung. Vielleicht durch Keulen oder irgendwas hier mitmachen, aber hier kann ich jetzt nichts machen.
Ja, 10 mehr Damage mache ich, glaube ich, durchs Feuer. Das ist nett. Ach, komm, ey. Oh, oh. Ah, hu. No. Fuck. Gut, das ist ein Geduldsspiel. Ein gnadenloses Geduldsspiel. Jetzt ist natürlich. Jetzt habe ich hier so eine Vermutung, die ich vielleicht ausprobieren werde. Nachdem der Chat jetzt ein bisschen gemeint hat, die Mechanik findest du nie raus, muss ich nackt sein? Dass er mehr Schaden kriegt und mir, wer ihm weniger Schaden macht. Und per Zufall das rausfinden? Oder Licht, weil der Typ, als man hier reingekommen ist in die Gruft, was davon erzählt hat, dass er kein Licht sehen will. Vielleicht ist das ja der gute Wendrick, der sich beschwert hat übers Licht. Hoppala, den wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte das. Was gibt's denn hier noch so? Was könnte er denn tun? Nee, also auf seine Rüstung selber draufhauen, das scheint auch nichts zu machen. Ich meine, das glitzert ja dort immer noch. Aus irgendeinem unerfindlichen Grund. Und er ist nackig. Das wäre jetzt so ein Ding, wo ich sagen würde, okay, vielleicht muss ich einfach nackig sein. Weil das würde man eigentlich ja nicht ausprobieren. Nackig da reinlaufen. Seltsamerweise spawnt mein Loot vor seiner Bosshöhle. Das finde ich ein bisschen komisch. Muss ich aufhören, das einzusammeln? Vielleicht? Weil er kriegt ja echt wenig Schaden. Und hier ist Licht. Also ich könnte mir noch vorstellen, dass ich irgendwie mit einer Fackel in der Hand rumlaufen muss. Wäre noch so eine Idee.
Nope. Kann ich hier irgendwas anzünden? Nee. Jetzt, das macht mich jetzt ein bisschen fuchsig, dass gesagt wurde, dass es eine Boss-Mechanik gibt. Ich wäre jetzt da einfach reingelaufen und wäre da so lange reingelaufen, bis er tot gegangen wäre und hätte mir gar keine Gedanken darüber gemacht, ob ich da irgendwas für eine Mechanik finden kann. Hätte mir da niemals Gedanken drüber gemacht, weil ich da gar nicht auf die Idee gekommen wäre, glaube ich, dass es irgendeine Mechanik gibt. Vielleicht wäre ich auf die Idee gekommen, nackig zu ihm zu laufen. Aber es ist schon sehr, sehr seltsam. Super untypisch, dass mein verlorenes Gut hier auf dem Weg zu ihm reinliegt, ne? Hier irgendwas Besonderes zu sehen an diesem Boss? Nee, irgendwie nicht. Damit. Dass der einen halt auch mit zwei Schwingen killt, ey. Gibt eine Boss-Mechanik bei der ganzen Nummer. Was könnte man denn so per Zufall kommen? Lol. Zwei Damage pro Hit. Also mich wundert total, dass diese Rüstung da noch glitzert und glänzt. Menschlichkeit will ich da nicht drin haben. Ich will die benutzen. Aber habe ich... Ich bin vorhin menschlich da reingegangen, ne? Und das bisschen Feuer hat jetzt auch nicht so viel gebracht. Bei dem. Gibt es irgendwelche wilden Dinge? Der Glück verströmt Licht und markiert den Weg. Weiß ich nicht.
Feldstadtseele, Thronwächter, Thronverteidiger. Kleines Seelenfragment, die Seele eines Riesen. Kann ich die überhaupt benutzen? Ne, mit denen kann ich doch gar nichts anfangen, oder? Ach so, wait, Ringe. Jetzt sind natürlich die Ringe, sind jetzt zu schwer. Ja, Logo. Konnte eine Weile nicht schauen. Nee, der ist nicht kaputt. Ich versuche gerade, andere Wege zu finden, um das Spiel zu beenden. Ist die schwer, die Hose? Was ist denn hier jetzt noch so schwer? Die Handschuhe. Das ist doppelt gemoppelt, was du machst. 1.000.000 sind 1.000.000 sind 1.000.000. So. Du musst hinter eine 1.000 nicht noch ein K schreiben. Ach so. Ah, okay. Das sah irgendwie beabsichtigt aus. Ich verprügel gerade aus Jux an der Freude einen König. Einfach nur so. Könnte ich hier theoretisch wieder raus? Nee. Du bist ein ganz schön nerviger Kollege mit so wenig Schaden. Das ist ganz schön nervig. Aber wesentlich angenehmer als diese hektische Nummer bei dem komischen Staubritter. Ohne Scheiße. Das ist ja fast schon chillig hier. Naja, wenn man keine Ausdauer hat, kann man auch schlecht ausweichen. Na, viel mehr Schaden als dem Staubritter mache ich ihm aber auch nicht. Oh Gott. So finde ich ehrlich gesagt gar nicht so wild. Keine Ahnung, ist ein bisschen lame. So der ganze Gegner, der Encounter ist alles ein bisschen lame. Anscheinend gibt es irgendeine tolle Boss-Mechanik. Ja,
Okay, wenn man die so versteckt, dass man sie, dass man selber nicht draufkommen kann. Wein. Ey, ich muss ganz ehrlich sein, also wenn es hier Mechaniken in dem Spiel gibt, auf die man gar nicht selber kommen kann, dann breche ich das Spiel vorher ab. Also, dann ist es. Wenn man das Spiel nicht schaffen kann, ohne dass ich irgendwas nachgucke, finde ich es dann auch irgendwie kacke. Also, das gefällt mir dann eher nicht. Finde ich dann ein bisschen lame. Was ist das denn jetzt? Seit wann kannst du... Seit wann wirft er mit was auf mich? Warum hat er mit was auf mich geworfen? Ja, und dann hast du eine Mechanik gefunden, die man nicht ohne Nachschauen und ohne Hilfe rausfinden kann. Ja, klar. Ja, kannst deinem Opa erzählen, ey. Wo der Sepp sagt, da kommst du nur per Zufall drauf. Ach, auf einmal werden wir homing. Auf einmal sind wir super flott unterwegs. Okay, das ging schnell. Wow. Okay, von dem Ding darf man sich gar nicht treffen lassen in dem Fall. Das verflucht einen komplett. Und Fluch killt einen One-Hit und zieht einem ein bisschen Leben ab. Also ich weiß nicht, da war das Verflucht von Dark Souls 1 war mir lieber als diese Flüche hier in Dark Souls 2. Aber das ist doch auch doof hier, der Typ. Kommt da jetzt noch einer nach? Ne, er dreht wieder um. Was habe ich denn sonst so Feines dabei, was ich nehmen kann? Kehrt Höhlenwerdung um. Ja, das kann ich nicht auf ihn werfen, ne? Zaubereinsätze. 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 Okay. Giftansammlung, heilt Gift und stellt Trefferpunkte, heilt Gift und stellt viele Trefferpunkte wieder her. Reinigt Untote.
Verbrüht die Haut von Untoten und Hüllen. Und wie benutze ich das? Werfe ich das? Gut, das hat rein gar nichts gebracht. Für'n Arsch. So viel zur Beschreibung lesen. Wenn dann das nicht stimmt, was in der Beschreibung drin steht, geil. Fünfundzwanzig Schaden. Ah. Aber Tassilo, da sind doch zwei Kisten. Sammel die doch ein! Du musst doch dafür nur ein paar Gegner killen. Nee, sicherlich nicht. Vergesst es. Okay. Oh Mann. Scheiße. Oh. Wonk, tot. Blonk! Von hinten mit dem dicken Messer. Der beste Loot drin, ja. Genau, das wird er sein. Nope. Hat auch nichts geholfen im Sinne von, ich mache ihm jetzt mehr Schaden. Eine getrocknete Wurzel, ja, vielleicht. Tja. Gut. Nichts geschafft heute. Den ganzen Tag nichts. Null. Und in den letzten drei Folgen für YouTube nichts geschafft. Null. Null Fortschritt in 6 Stunden. Uff. Hart. Also zumindest. Normalerweise, so nach 3 bis 4 Stunden, hätte ich dann ja schon gerne mal ein bisschen Fortschritt, damit es nicht ganz so anstrengend wird. Aber ich danke fürs Einschalten. Und beim nächsten Mal wird es bestimmt besser. Vor allem glaube ich, dass wenn ich jetzt eine Nacht drüber schlafe, und dann nochmal an den Staubritter gehe, dann klappt das schon. Also tschüss.